Es gibt so Filme, die habe ich Anfang des Jahres gar nicht so richtig auf dem Zettel. Dann kommen die Trailer, der Filmstart naht und ich merke, ui, 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 habe ich aber doch Bock drauf. Conclave ist genau so ein Film, an dem man übrigens auch merkt, die Oscarsaison startet so langsam. Nicht, dass das jetzt hier der sichere Sieger des besten Films sein wird, aber ich habe da wirklich viel Nominierungswürdiges gesehen und für mich ist es einfach ein richtig, richtig guter Film in der Art, wie ich zumindest Filme am liebsten gucke. Also der hat mir persönlich auch einfach sehr, sehr gut gefallen. Habemus Neustart. Ab dem 21. November bei uns in den Kinos. Ich finde, man darf sich darauf freuen, weil es ist ein Film ohne wirklichen Kardinalsfehler. Tusch! Oder wie auch immer das in der Kirche heißt. Egal. Willkommen in der Filmfabrik. Der Papst ist tot. Der heilige Stuhl ist vakant. Ich habe es zuletzt hier auf dem Kanal irgendwann bei Immaculate mit Sydney Sweeney in diese Kamera geblabbelt. Ganz abgesehen von der eigenen persönlichen Bindung zum Glauben und zur Kirche, alles, was sich mit Glauben und Kirche in Filmen oder in generell Stories beschäftigt, hat für mich erstmal so eine, naja, ganz besondere Atmosphäre. Ich will jetzt nicht sagen Mystik, aber irgendwie sowas ist es. Ich als Protestant muss sagen, so eine Papstwahl, irgendwie hat die was. Also es ist ja ein richtiges Event. Und genau darum geht es auch in Konklave. Was ist passiert? Es heißt ein Herzinfarkt, aber... Sie wissen, wie Gerüchte sich verbreiten und über eine Milliarde Seelen gebannt zuschauen. Der Papst ist tot und es steht das Konklave an für Kirchenfremde. Stellt es euch vor wie so ein, ja, keine Ahnung, CSU-Parteitag und da wählen dann halt die Kardinäle quasi den neuen Vorsitzenden, also den neuen Papst, unter sich. Einer führt dabei quasi immer Regie und das ist in diesem Fall Kardinal Lawrence. Fantastisch gespielt von Ralph Fiennes. Gut, Kardinal Lawrence, die Verantwortung für das Konklave fällt offenbar Ihnen zu. Die Aufsicht über das Wahlverfahren ist eine Pflicht, die ich nie glaubte wahrnehmen zu müssen. Doch dieses Konklave hat es in sich. Es entbrennt ein Machtkampf mit allen Mitteln. Da geht es dann eben nicht um Glaube und Religion, da geht es um, ganz einfach um diesen Posten, dass man da auf diesem Stuhl sitzen möchte, in diesem schönen weißen Ornat. Nochmal, mit allen Mitteln, es entspinnt sich ein wirklicher Kampf. Es ist eine Mischung aus einem Dan Brown Roman und irgendwie Frank Underwood, also sowas wie Church of Cards. Sie müssen isoliert werden und abgeschirmt von allen Nachrichten, die Ihr Urteil beeinflussen könnten. Verstehen Sie? Kein vernünftiger Mensch will auf den Papststuhl. Und ich musste wirklich oft an House of Cards denken, weil ich damit, also mit der Serie ja erst begriffen habe, was so hinter den US-Politiktüren passiert und mir noch nie Gedanken voll drüber gemacht habe. Hier ist es genauso das Gleiche. Ich habe jetzt noch nie so richtig überlegt, wie wird das wohl bei so einer Papstwahl da ablaufen? Klar, so ein bisschen Neugier und so, aber eins sei schon mal vorweg gesagt, mir ist es völlig egal, wie viel davon in diesem Film hier real ist. Was ist too much, was ist undenkbar oder auch komplett richtig? Das werden wir im Zweifel sowieso nie erfahren. Aber so, wie es mir der Film hier präsentiert und darstellt, das sind für mich einfach 2 Stunden, in denen ich komplett mitgehe und so denke, ja, warum denn nicht? Das ist schon so vorstellbar. Die gefährlichen Männer sind die, die es doch wollen. Klingt unheilvoll. Ich habe die möglichen vielen Oscar-Nominierungen schon angesprochen, also für mich Ralph Fiennes wirklich gesetzt, richtig, richtig stark. Edward Berger, also der deutsche Oscar-Gewinner für die Neuauflage von Im Westen nichts Neues, der hat hier wieder Regie geführt. Ich finde auch da Oscar-Chancen, warum denn nicht? Stanley Tucci als bester Nebendarsteller, weil er spielt einen der Kardinäle und den engsten Vertrauten von Ralph Fiennes. Auch der super gut. Isabella Rossellini als beste Nebendarstellerin vielleicht, eine kleine Rolle, aber auch irgendwie cool. Bestes Drehbuch, all das sind solche Kategorien, wo der wahrscheinlich irgendwie was landen könnte. Am Ende ist es aber auch völlig egal, ob der jetzt Oscars gewinnt oder nicht. Ich will nur sagen, da stimmt optisch echt was, in der Story viel, in der Schauspielerei und eben Inszenierung. Das macht schon einfach Spaß. Das ist ein für mich durchgängig spannender Film über die Intrigen und Versuche hinter verschlossenen Kirchentüren. Denn es wird eben auch schnell klar,
Irgendwas anderes brodelt da noch, das noch nicht aus dem Weg geräumt ist. Und auch da hängt der verstorbene Papst mit drin. Dürfte ich Sie um ein vertrauliches Gespräch bitten? Sie sehen besorgt aus. Haben Sie alles unter Kontrolle? Wie hat das so lange geheim gehalten werden können? Sie werden niemals einen Kandidaten finden, der nicht irgendwo eine Leiche im Keller hat. Obwohl man von uns Schwestern erwartet, unsichtbar zu sein, hat Gott der Vater uns doch Augen und Ohren geschenkt. Sie sollten vorsichtig sein, Thomas. Und ich fand's eben auch wirklich spannend im Kino, wenn da wirklich wieder irgendwie so ein neuer Wahlgang losging und gewisse Kardinäle dann um ihre Mehrheit gekämpft haben und darauf gehofft haben, werde ich jetzt Papst oder nicht. Das ist schon irgendwie richtig, richtig gut gemacht. Vor allem, wie Edward Berger es hier schafft, dieser uralten Institution mit diesen jahrhundertealten Riten immer wieder so den Mini-Hauch von Gegenwart zu geben und uns da so rauszureißen und wir dann checken, das ist jetzt kein historischer Film. Natürlich wirkt es alles wie aus einer anderen Zeit, wie die Kardinäle da im Vatikan rumhängen. Aber wenn sie dann plötzlich ein Handy in der Hand haben oder wenn sie plötzlich an so einer Kapselmaschine Kaffee machen oder sonst was oder sei es drum, dass sie einfach vor der Tür stehende Kippe rauchen und auf den Boden schmeißen. Es ist so die ganz feine Linie, die dargestellt wird zwischen, ja, das sind Würdenträger, die aus irgendwelchen Gründen schon Macht haben und mehr wollen, aber auf der anderen Seite ist es dann doch auch nochmal so dieser Wink, hey, also die sind halt auch wirklich völlig normal und es hat eben auch viel von einem großen Theaterstück, dass die sich selbst und vor allem der ganzen Welt dann vorspielen. Das ist ein Konklave, Aldo, und kein Krieg. Es ist ein Krieg und du musst dich bekennen, wo du stehst. Es gibt eine Sünde, die ich zu fürchten gelernt habe, mehr als alle anderen. Die Gewissheit. Gäbe es nur die Gewissheit und keinen Zweifel, gäbe es kein Mysterium. Und folglich keinen Grund für den Glauben. Na, wollen wir jetzt die große Frage aufmachen, wie viel Kirchenkritik steckt denn da drin? Ist halt wirklich schwer zu beantworten. Auf der einen Seite ist es durchaus demaskierend, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich finde, da ist ein großer pathetischer Respekt zu spüren und kulminiert am Ende eben in der Geschichte, die man von mir aus auch platt finden kann, also das Ende. Aber das ist eine große Charakterfrage, die dargestellt wird. Also wie sich Menschen darstellen, wo sie hinwollen, was sie bereit sind zu tun, für welches Amt auch immer. Das kann man sehr gut übertragen. Und das Amt des Papstes ist nun mal ein ziemlich besonderes. Also CSU-Chef können halt viele werden. Ich jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr so, habe auch kein großes Interesse dran. Bei der Telekom kann man vielleicht auch noch einen großen Posten kriegen oder so. Aber der Papst ist halt nochmal eine andere Nummer. Der ist sehr, sehr selten frei, dieser Stuhl. Und genau das macht für mich Konklave dann eben zu einem richtig guten Thriller, weil es eine wirkliche Fallhöhe hat. Ich habe schon gesagt, das ist eine Art Film, die ich einfach wirklich sehr, sehr gerne sehe. Es ist ein Thriller, es ist ein sehr gut gespielter Thriller, der so am Rande der Realität irgendwo so vorbeisurft. Absolute Empfehlung von meiner Seite. Ich habe damit, Achtung, meinen Segen gegeben. Popcorn zum Abendmahl, warum denn nicht? Konklave ab dem 21. November bei euch in den Kinos. Ich würde euch empfehlen, diesen Film anzugucken. Wenn euch die Trailer gefallen, gefällt euch auch der Film. So viel kann ich, glaube ich, schon mal versprechen. Und auch wenn ihr jetzt sagt, Kirche möchte ich aber gar nicht. Seht es als fiktionalisierte Geschichte. Ich finde, der kann was. Macht es gut. Tschö und Peace.